Liebe Freunde der Astrologie, heute ist Montag, der 25. April 2016. Mein Name ist Norbert Gieso. Ja, nachdem ja hier Mars rückläufig geworden ist und das noch bis Ende Juni bleibt, auch Jupiter und Saturn sind rückläufig und Pluto auch, aber das ist in dieser Jahreszeit eher normal. Wird jetzt Ende der Woche am kommenden Donnerstag, am 28., auch noch Merkur rückläufig, der das dann für 3 Wochen bis zum 23. Mai bleibt. Damit sind von den persönlichen Planeten dann Merkur und Mars rückläufig. Merkur wird jetzt schon in seiner Richtung verlangsamen. Und von daher müssen wir ein wenig aufpassen, sage ich mal, mit Projekten oder Ideen, die wir vorantreiben wollen, weil es sich dort im Zeitverlauf können noch Informationen auf uns zukommen, mit denen wir nicht gerechnet haben und die der ganzen Sache ein ganz anderes Gesicht geben. Auch, sage ich mal, größere Kaufvorhaben oder wichtige Lebensentscheidungen, dafür ist jetzt nicht die richtige Zeit. Es ist jetzt die richtige Zeit zu reflektieren, um herauszufinden, in welcher Art und Weise wir denken, in welcher Art und Weise wir handeln, von welchen Motiven diese Dinge sozusagen ausgehen, welche Motive uns motivieren, bestimmte Dinge zu tun oder nicht zu tun, wie sieht es mit unserer Kommunikation aus, vor allem auch mit der Kommunikation, die wir mit uns selber haben, was man ja vielleicht auch Gedanken nennen kann. So ist, wie reden wir mit uns selber? Werten wir uns in unseren inneren Dialogen ab? Oder was passiert hier? Diese Dinge gilt es zu analysieren, damit wir mit größerer Bewusstheit dann, wenn diese Phasen vorüber sind, wieder stärker nach vorne gehen können. Es ist jetzt mehr die Phase sozusagen des Bewusstwerdens, des Reflektierens und des Absicherns, nicht unbedingt der Neueroberungen. Was sagt aktuell der Mond als Tagesanzeiger der Energien dazu? Der Mond ist heute Morgen im Zeichen Schütze, wo er vor kurzem hier über Mars gelaufen ist und heute Abend um 21:45 Saturn erreichen wird. Der Mond wird in der Nacht zum Mittwoch in den Steinbock gehen. Im Schützen, auch wenn es jetzt auf Saturn zugeht, hat der Mond im Grunde einen starken Bewegungsdrang, der sich körperlich zeigen kann. Also heute den ganzen Tag auf dem Bürostuhl sitzen ist nicht. Dass er sich aber auch geistig zeigen kann, weil der Mond im Schützen uns anregen möchte, Wissen aufzunehmen. Auch abstraktes Wissen und daraus Erkenntnisse für uns zu ziehen. Diesen Schwung, Idealismus und auch manchmal in gewisser Weise Optimismus des Mond im Schützen dürfen wir aber nicht im Grunde dafür nutzen, sinnlos in bestimmte Dinge nach vorne zu preschen, sondern sollten diese Energie wirklich nutzen, um in den Prozessen voranzukommen, in denen wir uns befinden. Heute Abend ganz interessant, wenn der Mond mit Saturn zusammentrifft, so können wir mal so zwischen 21 und 22 Uhr schauen. Da können wir einen Blick auf Saturn erheischen, inwieweit er uns bestimmte Strukturen oder Verantwortlichkeiten vorgibt, ob wir uns eher eng fühlen oder ob wir uns eher sozusagen bestätigt fühlen in dem, was wir machen. Gut, dann diese Themen werde ich auch in den nächsten Tagen diese Woche wieder aufgreifen. Für heute wünsche ich uns allen einen schönen Wochenanfang und einen tollen Montag und sage Tschüss, bis morgen.